eure Videos. Moin Gemeinde, Folge 281 läuft und ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, sie ist vor uns, guckt immer nach links und rechts. Ja, nur blöde, wenn er denn von hinten kommt, ne? Oh. Ob der Letzte sein musste. Hier entstehen gleich 2200 Euro Schaden. An diesem Bahnübergang ist was komisch und ich spule das hier alles mal so ein bisschen vor, sonst dauert es zu lange. Aber das erste Auto dreht hier schon um. Oder ist es überhaupt das erste? Ich glaube, du liegst damit gar nicht so falsch, denn wir hatten vor ewigen Videos schon mal einen Lokführer, der uns ein Video schickte aus seiner Lokführersicht. Und der hatte uns damals mitgeteilt, bei solchen Sachen wie, ich schätze mal, die Schrankanlage hat einen Fehler rausgeworfen. Und wenn dann sowas ist, dann muss er mit seinem Zug vor der Straße stehen bleiben, Signal geben und dann darf er erst wieder losfahren. Vielleicht sind die umgedreht. Oh. Vielleicht wurde da irgendwas gesagt. Jetzt kommt zu nahe schon. Vielleicht ist jemand auf den Schienen beim Bahnhof. Wer weiß. Ich weiß nur nicht, warum die sich alle jetzt so komisch hingestellt haben. Weil ich meine, das war ja, sah ja voll routinemäßig aus, dass der einfach anhält. Dass der einfach anhält und einmal hupt, weißt du? Aber macht er sonst nicht. Nee, eben. Aber vielleicht ist da irgendwas kaputt. Vielleicht fehlt da auch eine Schranke auf unserer Seite, wer weiß. Also fängt hier auf. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Nö. Ja. Moritz fährt 190, ach gleich steht er sogar 194. Und ich glaube, Moritz hat einen schlechten Tag. Obwohl, was heißt schlechter Tag? Also bei mir wäre hier jetzt auch keine Freude aufgekommen. Ich meine, ich kann deinen Ärger ja verstehen, aber alles, was du hier machst, das schadet ja letzten Endes nur dir. Ich meine, wenn die da hinten jetzt gerade Abstandsmessungen machen sollten, da kriegst du richtig einen auf den Sack. Da kaufst du dir für viel Geld ein paar Punkte. Ich weiß ja nicht. Ich kann nicht verstehen, dass die Leute nicht akzeptieren können, dass es Straßen gibt, die gesperrt sind. Warum fahren die da rein? Was ist los mit den Leuten? Scheiße. Ja. Ja, nur weil der Nebenmann losfährt, heißt es nicht, dass man grün hat. Hä? Was ist mit denen los? Ja. Komm mal ruhig zurück. Pfeil sehen, da hat sich dann gedacht, Tür hinten ist auch noch und genau dafür geht den Knopf. Das sind halt so Sachen. Anon schreibt, seine Anwältin hätte es verkackt, denn er sieht das eigentlich nicht ein, aber ist das nicht hier Ausbremsen ohne Grund? Und naja, er ist auf seinen 5500 Euro Schaden sitzen geblieben. Aha, Ozm ist wieder da. Juhu, jetzt wird's spannend. Ich hab's vielleicht schon lange nicht mehr gesagt, aber Seitenabstand beim Fahrrad? 1,5 Meter in der Stadt, außerorts sogar 2 Meter. Was ist jetzt? Jetzt gurkt er da mit den paar Zentimetern nebenher. Junge, Abstand. Ich verstehe jetzt leider nicht mehr viel und ein Transkript habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich lass mal so laufen. Ja, da sitzt doch mal. Ja, dann bist du dran, unser Erfolg.
Naja, wenigstens fährt der PKW auch 30 in der 30-Zone. Deswegen kommt er allerdings aber auch nicht viel weiter vorwärts. Eine Minute später ist er immer noch zu sehen. Lass uns doch mal die beiden LKW angucken. Ja, ich spule ein bisschen vor. Abstand ist gut, ne? Sascha, Abstand ist da, oder? Ja, das sind 50 Meter, also bestimmt. Wollen wir mal googeln, wie lang ist auf der Autobahn so ein weißer Strich und gerade der passt dazwischen? Komm, ich google für euch. 6 Meter, also mehr Abstand hat der auch nicht. Ich hoffe mal, der ist nur so dicht aufgefahren, um direkt überholen zu können. Und um das noch zu komplettieren, der Sicherheitsabstand ist auch beim Überholen einzuhalten. Und wie viel sind 50 Meter? Genau, rechts die Pinguine am Straßenrand, also die Leitpfosten, die stehen auf Autobahnen 50 Meter auseinander. Wunderbar. Die ganze Küche wieder trocken zu legen. Guck mal, wie viel weiß Abstand. Ich nicht. Was tut es? Halt Abstand zu ihm. Guck mal an. Ich weiß, ich verstehe es nicht. Der fährt mitten auf der Straße. Wow, 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 wow. Halt, Brems. Ich habe Angst vor dieser Person. Halt genug Abstand. Der ist verwirrt. Ich verstehe hier alles nichts und bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Weitere Sanktionen lasten die Börsen weltweit. Gabriel wird beobachtet das Geschehen an den Märkten. Gabriel, was ist denn für den heutigen Tag an den deutschen Aktienmärkten zu erwarten? Ja, es wird damit gerechnet, dass der DAX zum Auftakt der schwächeren Wall Street folgt. Wird, das heißt, Banken und Broker rechnen hier mit Kursverlusten. Bereits gestern hatte die geplante Verschärfung der westlichen Sanktionen gegen Russland für Druck an den Börsen gesorgt. Der DAX schloss hier 0,7% leichter nach dem Börsenschluss. Eine Minute später im gleichen Clip, verstehe ich auch nicht, aber warum ist er plötzlich Geisterfahrer? Warum? ETFs in München am 7. April um 18 Uhr im Hotel Bayerischer Hof. Vermögenszentrum.de, unabhängig, ohne Wenn Aber. Sleen hat mal ein ganz anderes Problem. Aber davon ab, wenn der Typ, der da sitzt, da wohnt, ne? Alter, ist das geil. Kennt ihr eigentlich den Spruch, du bist so dumm, dass dich die Gänse beißen? Sleen, bist du dumm? Nichts für ungut, nur ein Spaß. No. Ciao. Schnell weg, bevor sie dich noch auffressen. Oh Junge, guckt auf den weißen PKW, der jetzt von links kommt. Also wilde Werke. Das, sowas traue ich mich gar nicht. Da fahre ich weiter und suche eine Möglichkeit zum Drehen. Normalerweise dürfte man so eine Angeber überhaupt nicht zeigen. Jawoll. Was für ein kranker Weg. Dem muss man den Lappen auch auf Lebenszeit wegnehmen, weil der überhaupt nicht geeignet ist, so ein Fahrzeug zu führen. Habt ihr gesehen, dass der bald die beiden Leute da umgebracht hat? Alter, wie krank ist der? Kann ich einfach über die Straße gehen? Da hinten kommt der Krankenwagen und das Auto, was vor unserem schwarzen PKW nicht zu sehen ist, das fährt in so eine Parkbucht rein, um Platz zu machen. Aber wer eine Parkbucht reinfährt, der will da auch wieder raus. Was macht der? Der hat rausgezogen, ohne zu gucken. Es ist hier mehr erlaubt. 30. Ah. Wenn du überholst und der Gegenverkehr fast vollständig stehen bleiben musst, dann hast du es massiv vergeigt und er hat wahrscheinlich dein Leben gerettet.
So, mit Folge 281 wurden alle Videos aus dem Juni schon 2022 abgearbeitet. Danke an alle Einsender, ihr habt uns viel Freude bereitet und ich habe mir die Tasche mit Geld vollgestopft. Macht's gut, tschüss. Das Video hatten wir ja vorhin schon, ne? Aber das Video geht noch weiter und das Gesprochene erinnert mich doch sehr stark an meine LKW-Zeit, wo ich versucht habe, mich mit meinem Navi zu unterhalten. Sprachbefehl! Sprachbefehl! Ah. Scheiße. Ja? Lock the video! Lock the video! Blöde Kuh! Lock the video! Emergency video. Danke. Gott, oh Gott. Die versteht sich nicht. Wenn Fenster auf dem Radio handelt, versteht die kein Wort.